fünfte Spielminute läuft, 0:0, noch nichts Aufregendes passiert, die Sonne lacht herein, 69.000, das Stadion natürlich ausverkauft. Scholt Löw, der ehemalige Hoffenheimer, mit der Maßflanke von der linken Seite und Direktabnahme des Österreichers Andreas Iwanschitz und bereits sein vierter Saisontreffer, und da konnte Timo Hildebrand nur hinterher schauen. Knüppelhart war es hier. Der erste FC Nürnberg in der Anfangsphase in Leverkusen macht dritter Freistoß, gespielt gerade mal 8 Minuten. Und die 1:0 Führung der Gastgeber, die resultierte ja auch aus solch einer Standardsituation, als nämlich in der zweiten Minute Stefan Kießling gefoult wurde. Mit Idrissou, der ist an der Strafraumgrenze, bringt den Ball vors Tor auf Bechmann, aber der kann sich da nicht durchsetzen gegen Djapka und Schulz. Freiburg hat den Druck erhöht. Der Aufsteiger liegt hier vor 25.000 Zuschauern in Hannover mit 0:2 zurück. Muss Milorad Pekovic aufpassen. Der sah bereits die gelbe Karte nach 2 Minuten. Jetzt wieder ein Foulspiel an Carlos Eduardo und Schiedsrichter Winkmann. Er schlichtet da die Situation.